Nun freut es mich sehr, mit Regula Ritz, einerseits eine Kennerin des Beschaffungswesens als Gemeinderätin, ehemalige Gemeinderätin der Stadt Bern, begrüßen zu dürfen und andererseits eben jetzt heute auch als nationale Politikerin, die entsprechend jetzt auch beteiligt ist an dieser Diskussion und auch da jetzt aus dieser politischen Perspektive uns die neuesten Informationen über die politische Diskussion geben kann. Vielen Dank, dass du da bist und ich darf dir gerne das Mikrofon überreichen oder übergeben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, dass ich heute hier die IT-Beschaffungskonferenz dieses Jahres eröffnen darf. Ich bedanke mich bei Matthias Stürmer und auch bei allen anderen im Team des Organisationskomitees für die Einladung und das große Interesse an der heutigen IT-Beschaffungskonferenz. Das zeigt ganz klar, die Beschaffungskonferenz ist längst Kult geworden und kann es schon fast mit dem Filmfestival von Locarno aufnehmen. Allerdings steht nicht Isabelle Huppert vor Ihnen leider, sondern eine der 246 Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die sich in diesem Jahr und im nächsten Jahr intensiv mit der Revision des Beschaffungswesens auseinandersetzen werden. Das ist ja das Thema des heutigen Tages. Matthias Stürmer hat es bereits erwähnt. Ich werde dabei selbstverständlich meine Erfahrungen eingeben können als ehemaliges Regierungsmitglied der Stadt Bern. Ich war zuständig für den Bereich Tiefbauverkehr und Stadtgrün und Verwaltungsratspräsidentin von Bernmobil. Wir haben unzählige Busse und Trams beschafft in diesen 8 Jahren. Ich habe aber auch noch nachgefragt bei meinem früheren Stadtingenieur. Allein in 8 Jahren 1600 Beschaffungen im Bereich des Tiefbauamtes. Kleine Fische, große Fische, zum Beispiel der Neubau des Bahnhofplatzes. Und was meine Botschaft ist zu Beginn, man kann außerordentlich viele Spielräume nutzen im heutigen Beschaffungsrecht, aber auch im zukünftigen, wenn man dabei zwei Grundsätze berücksichtigt, nämlich das absolute Vertrauen, das man aufbauen muss, und das ist ein langfristiger Prozess, und die absolute Transparenz. Wir haben zum Beispiel gewagt, eine TU-Ausschreibung zu machen mit großem logistischen und technischen Spielraum für die Unternehmung, für den Umbau des Bahnhofplatzes. Das war eine schweizweite Premiere. Wir haben auch bei der Erneuerung der städtischen GIS-Infrastruktur sehr sorgfältige, innovative Verfahren gewählt, und das ist mit dem heutigen Beschaffungsrecht möglich und das wird mit dem neuen Beschaffungsrecht noch viel einfacher möglich sein. Und deshalb ist wirklich meine Überzeugung, das Zentrale am Ganzen ist das Vertrauen, ist auch die Innovationsbereitschaft, der Mut. All das ist bei mir jetzt gelungen, ohne viele Beschwerden, und das hängt mit den ausgezeichneten Fachleuten zusammen, die auch mit mir zusammengearbeitet haben. Am Schluss muss ich den Kopf hinhalten. Es lohnt sich, innovativ und mutig zu sein, aber die Verfahren müssen sauber sein. Und es braucht eine saubere Grundlage, eben ein Gesetz, das die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, die heute in Beschaffungen vorhanden sind, auch ermöglicht und nutzt und erweitert. Es gibt ja seit vielen tausend Jahren das Beschaffungsrecht. Ich bin Historikerin und habe auch mit meinen Leuten immer wieder das mal angeschaut. Es gibt eigentlich schon seit der Antike werden öffentliche Aufträge öffentlich ausgeschrieben. Und das Interessante ist, dass es auch sehr viele Ähnlichkeiten gibt mit den Prozessen von vor 2000 Jahren. Also ähnliche Öffentlichkeit, ähnliche Ausschreibungen, ähnliche Anforderungskataloge, drakonische Strafen, nicht alle so drakonisch wie die Krokodilstrafe, die hier noch erwähnt wird, aber es hat sich gar nicht so viel verändert, außer natürlich der Technik, die vorhanden ist, und vor allem im IT-Bereich haben wir neue Herausforderungen zu lösen, und das ist das Thema des heutigen Tages. Es gab auch damals übrigens schon viel Korruption, und ich denke, wenn es eine Presse gegeben hätte, so wie heute, dann wäre die Liste der IT-Millionengräber des Bundes bereits in der Antike bei den Bauaufträgen sehr lange gewesen. Aber wir wollen uns gar nicht so lange mit dieser Liste beschäftigen, nur so als kleine Erinnerung. Es gibt auch viele Risiken in Beschaffungsprozessen, aber wir sind ja hier,
um es besser zu machen. Und das neue Gesetz über das Beschaffungswesen soll auch gerade für den IT-Bereich neue Herausforderungen lösen helfen, damit wir eben solche IT-Millionengräber in Zukunft verhindern können. Die Ausgangslage ist Ihnen bekannt. Das Beschaffungsrecht in der Schweiz ist höchst komplex geregelt, weil wir eben in einem föderalistischen Staat leben. Wir sind selbstverständlich dem WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen angeschlossen und das schon seit vielen Jahren. Seit 1996 ist das in Kraft. Aber es gibt eine unterschiedliche Umsetzung beim Bund und bei den Kantonen. Das ist ja ein altes politisches Thema, dass man hier eine Harmonisierung verlangt, weil es in so vielen Bereichen Differenzen gibt. Im Bereich der Schwellenwerte, der Anforderungen an die Ausschreibungen, der Auswahlkriterien und so weiter. Und das ist natürlich für die Anbieter äußerst komplex, sich in diesem Umfeld zu bewegen. Und deshalb ist das ein altes Thema, das immer wieder auf der Traktandenliste stand. Es ist bisher immer gescheitert, hier sehr viel Harmonisierung herbeizubringen. Aber wir hoffen natürlich, dass es in diesem Anlauf, der jetzt bevorsteht, jetzt klappen wird. Ich möchte Ihnen kurz zeigen, in einem sozusagen im TGW-Tempo, was die Revisionsvorlage zum Ziel hat, was die wichtigsten Neuerungen sind und vor allem, was sich für den IT-Bereich ändert. Ich muss allerdings eine Warnung vorausschicken. Ich kann Ihnen nur erläutern, was der Bundesrat jetzt in seiner Botschaft aus der Vernehmlassung zusammengefasst hat. Was das Parlament damit macht, das ist noch völlig offen. Also, we have the license to change. Und am Schluss wird es vielleicht in gewissen Bereichen ganz anders herauskommen als das, was wir heute leidenschaftlich diskutieren werden. Aber so ist die Politik. Die Ziele sind klar. Es ist, auf der einen Seite ist es notwendig, dass wir uns an die Veränderung der WTO-Grundlagen anpassen. Also das ist das sogenannte Government Procurement Agreement, das 2012 in vielen Punkten verändert und verbessert wurde. Mit dem Ziel natürlich, den Wettbewerb zu verbessern, die Transparenz zu verbessern und so weiter und so fort. Der Bundesrat hat das eigentlich schon unterschrieben, aber es braucht jetzt die Anpassung und die Umsetzung im schweizerischen Recht, damit es dann offiziell ratifiziert werden kann. Das ist sozusagen das Pflichtprogramm. Der zweite Bereich, die Kür, ist, dass damit verbunden werden soll die eben schon lange geforderte Harmonisierung der Erlasse von Bund und Kantonen. Und da werden wir, denke ich, sehr viel weiterkommen, weil auch aus den Kantonen heute ganz klar der Wille da ist, dass das gemacht wird. Es wurden umfangreiche Vorbereitungsarbeiten geleistet. Die Harmonisierung ist eigentlich schon auf dem Tisch. Und die Frage ist jetzt, um im politischen Prozess, der jetzt hier kommt, ob hier noch Störmanöver oder Störfeuer das in Frage stellen können. Ich hoffe es nicht. Ich denke, die Harmonisierung ist wirklich ein absolut zentrales Element. Es bleibt auch mit der Harmonisierung zwischen Bund und Kantonen weiterhin kompliziert. Also auch da müssen Sie sich keine Illusionen machen. Es wird ja auch weiterhin unterschieden zwischen dem Staatsvertragsbereich, also den internationalen Verpflichtungen, die die Schweiz eingegangen ist mit der WTO, aber auch mit der EU. Es gibt ja auch noch separate EU-Verträge oder Freihandelsverträge, die sich um die Beschaffungen kümmern. Und es gibt auch weiterhin den Nichtstaatsvertragsbereich, also alle binnenrechtlichen Beschaffungen, die unter den internationalen Schwellenwerten sind. Und da gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten, zum Beispiel die lokalen Märkte zu stärken, die verschiedenen Sprachregionen der Schweiz zu stärken, die Nachhaltigkeit zu stärken. Also da werden weiterhin unterschiedliche Regeln gelten und auch unterschiedliche Schwellenwerte. Also das wird natürlich durch diese Revision nicht vereinfacht und bleibt weiterhin komplex. Das ist ja auch gut für alle Juristinnen und Juristen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Was ändert sich mit dem neuen Beschaffungsrecht? Vielleicht vorab einmal, es ist immer noch ein sehr langes Gesetz, das Bundesgesetz über die öffentlichen Beschaffungen, und vieles darin bleibt gleich, wie es heute ist. Es gibt auch viele Änderungen, die nicht umstritten sind.
zum Beispiel die Klärung des Geltungsbereiches. Neu werden elektronische Auktionen zugelassen. Das ist bereits im WTO-Recht jetzt so neu festgehalten. Die Nachhaltigkeit wird gestärkt. Dazu werde ich nachher noch etwas sagen. Und auch die Schwellenwerte bleiben gleich. Also das ändert nicht. Und Sie kennen es, man ändert nie über die Dinge, die unbestritten sind, die gut funktionieren. Man diskutiert ja vor allem, über die Dinge, die ein bisschen umstritten sind. Vielleicht noch Bereich IT, das ist das, was Sie am meisten interessiert. Da ist als erstes einmal interessant, dass der Bundesrat dazu in seiner Botschaft einen Exkurs sogar gemacht hat zum Bereich der intellektuellen Dienstleistungen. Also er hat ganz klar festgestellt, auch aufgrund der Diskussionen, die hier schon stattgefunden haben, die die Universität, die Beschaffungsfachleute immer wieder geführt haben, dass für den IT-Bereich auch ganz besondere Herausforderungen und Situationen gelten. Auch bei den Planer- und Konzeptleistungen, bei den ganzen IKT-Strategien. Also dort ist es einfach nötig, dass Innovationen und Veränderungen, rasche Veränderungen mitgenommen werden können. Und deshalb wird in diesem Bereich, ich habe das Kapitel auch aufgeführt, damit Sie es vielleicht mal nachlesen können, werden neue flexible Instrumente und eine Stärkung der flexiblen Instrumente vorgesehen. Zum Beispiel wird der Dialog auf die Gesetzesstufe erhoben. Das war ja ein Thema auch in der letztjährigen IT-Beschaffungskonferenz. Und es gibt Anpassungen bei den Regelungen für Folgebeschaffungen, Ausstand, Rahmenverträge und so weiter, die eben die Flexibilität und die Innovation aus der Branche stärker berücksichtigen sollen. Dazu werden ja nachher sicher die Beschaffungsleute auch vom Bund noch mehr sagen können. Ein wichtiges Thema ist die Stärkung des Dialogverfahrens. Das war ja auch ein großer Wunsch des letztjährigen Tagungseröffners, nämlich des Kollegen Franz Grütter aus dem Nationalrat, der hier da war mit und seine Sicht der Dinge auf den Tisch gelegt hat. Er hat ganz klar dieses Dialogverfahren sehr stark hervorgehoben, dass es zu stärken gilt. Und das genau wird jetzt mit der neuen, mit der Revision und mit dem neuen Gesetz angepeilt. Das heißt, dass Bund und Kantone, die dieses Verfahren noch nicht kennen, die Kantone, dass sie das jetzt neu stärker anwenden sollen. Also um die Innovationspotenziale des Marktes zu erschließen, das heißt in den Ausschreibungen, in offenen und selektiven Verfahren, kann ein Dialog, eine Dialogphase als Vorphase vor dem endgültigen Angebot eingeschaltet werden. Und das darf nicht für Preisverhandlungen genutzt werden, selbstverständlich, sondern das soll dazu genutzt werden, um eben für ein bestimmtes Ziel die richtige Lösung in eine Variante von Lösungen auf den Tisch zu bekommen. Das wird sicher etwas sein, das für Ihre Branche von ganz großem Interesse sein wird. Wobei man auch sagen muss, dass viele Details dann erst noch auf der Verordnungsstufe geklärt werden. Das steht noch nicht fest, was da kommt. Zum Beispiel die Vergütungsmechanismen bei Nichterhaltung eines Zuschlages für die nächste Phase. Also das sind Themen, die dann sicher auch noch intensiv diskutiert werden müssen. Es stehen politisch ohnehin noch viele Diskussionen auf dem Programm, auch wenn ich das Gesetz jetzt in einer ersten Durchsicht als sehr gelungen anschaue. Aber es gibt Diskussionen oder es wird viele Diskussionen geben um den Bereich des Rechtsschutzes, der Preisverhandlungen, der Rahmenverträge, des Öffentlichkeitsgesetzes. Dazu werden wir nachher dann auch noch den Öffentlichkeitsbeauftragten des Bundes hören heute Nachmittag. Und auch bei den Freihandvergaben immer wieder ein großes Thema, das auch in Ihren Konferenzen immer wieder zu diskutieren gibt. Ganz kurz im Schnellzugstempo ein paar Informationen darüber, weshalb diese Punkte hier umstritten sind. Zum Beispiel beim Bereich Rechtsschutz, ein großes Anliegen aus der Branche, dass der Rechtsschutz verbessert wird. Nach geltendem Recht sind Verfügungen außerhalb des Staatsvertragsbereiches, also unterhalb der internationalen Schwellenwerte, die können heute nicht mit Beschwerden angefochten werden. Und das ist ein Thema, das immer wieder zu großen Kontroversen Anlass gibt.
In der Vernehmlassung haben deshalb auch ganz unterschiedliche Positionsbezüge waren dort sichtbar. Also die Anbieter, die wollten natürlich eine Ausdehnung. Die Beschaffer finden eher, es ist mühsam, wenn der Rechtsschutz jetzt auch unter der Schwelle, der internationalen Vertragsschwelle gilt. Das war wirklich eine große Kontroverse. Und man hat jetzt so eine Art Kompromiss gefunden. Er wird jetzt erweitert, aber sozusagen mit dem sekundären Rechtsschutz im Staatsvertragsbereich vollumfänglich gewährleistet, allerdings auch dort abhängig von den Schwellenwerten. Im Nicht-Staatsvertragsbereich sind neue Beschwerden möglich beim Bund, aber die Auftragserteilung kann nicht durchgesetzt werden. Man kann also nur Schadenersatz fordern für die Phase der Offertstellung. Und die Kantone kennen weiterhin einen umfassenderen Rechtsschutz. Also hier ist die Harmonisierung auch nicht besonders weit fortgeschritten. Und damit ist eigentlich eines der Ziele dieser Revision auch nicht ganz umgesetzt. Also das wird auch im Parlament noch sehr viel zu diskutieren geben. Ebenfalls ein kontroverses Thema, die Preisverhandlungen. Auch hier ein Kompromiss jetzt in der Botschaft des Bundesrates. Bisher haben ja der Bund hat ja bisher Preisverhandlungen an die Bundesbetriebe, die haben Preisverhandlungen geführt. Die SBB ist ja sehr berühmt und berüchtigt dafür. Und das soll im revidierten Beschaffungsrecht jetzt so weiter gehandhabt werden. Allerdings nicht mehr voraussetzungslos, also die Voraussetzungen, die berücksichtigt werden müssen, damit es möglich ist, sind sehr eng eingeschränkt worden. Und damit ist auch eine Harmonisierung mit den Kantonen möglich, die bisher keine Preisverhandlungen geführt haben. Auch wir in der Gemeinde haben keine Preisverhandlungen geführt. Also da ist jetzt ein Kompromiss gelungen, eine Harmonisierung, aber auch nicht immer zur Befriedigung von allen Interessengruppen, das wird sicher auch noch eine große Diskussion sein. Umstritten auch der Bereich der Freihandvergaben, das haben Sie auch immer wieder diskutiert in den IT-Beschaffungskonferenzen. Gerade im IT-Bereich werden ja ungefähr 50% der Aufträge freihändig vergeben. Man wollte das ja eigentlich einschränken, es wurde aber nicht eingeschränkt, sondern es wurde ausgedehnt. Also die bisherigen Ausnahmetatbestände gelten weiterhin und es kommt ein neuer dazu, nämlich für die Folgebeschaffungen. Und das hat in der Szene bereits schon sehr viele Diskussionen ausgelöst, ob es wirklich hilfreich ist, wenn zu den bisherigen Freihandvergabemöglichkeiten noch eine zweite dazukommt. Allerdings muss ich sagen, jetzt als Auslöserin von Beschaffungen, wir haben mit solchen Situationen auch schon zu tun gehabt bei Folgebeschaffungen und fanden es wichtig und gut, eine Freihandvergabe zu machen. Bei voller Transparenz, das ist dort gelungen. Aber das wird sicher die Frage sein, ob, wenn das im Gesetz jetzt nochmals ausgedehnt wird, das tatsächlich zu einer Einschränkung dieser wichtigen Wettbewerbsvoraussetzung der Ausschreibung führen wird und ob das der richtige Weg ist dazu. Weiter ein großes Thema ist das Öffentlichkeitsgesetz. Da ist es so, dass ja wie bisher die Unterlagen der erfolgreichen Angebote weiterhin für 3 Jahre aufbewahrt werden müssen. Das gibt auch ganz viele Einschränkungen, wie das dann überhaupt öffentlich gesichtet werden kann. In Beschwerdeverfahren zum Beispiel muss das dann aufgedeckt werden, wie die ganzen Preisberechnungen sind und so weiter. Es gibt aber auch noch eine Möglichkeit über das Öffentlichkeitsgesetz, also nicht über das Beschaffungsgesetz, sondern über das Öffentlichkeitsgesetz, Informationen über Vergabungen zu erhalten. Und diese Möglichkeiten sollen jetzt vor allem auf Druck aus dem VBS, aus Druck aus dem Bereich der Rüstungsbeschaffungen eingeschränkt werden. Und das ist absolut hoch umstritten, weil es in der Sache hier überhaupt nichts bringt, weil alles, was öffentlich wird, was Geschäftsgeheimnisse sind zum Beispiel oder Voraussetzungen für Preiskalkulationen, ist heute schon bereits nicht der Öffentlichkeit zugänglich und müsste im Fall einer öffentlichkeitsgesetzlichen
Überprüfung des Ganzen eingeschwärzt werden und trotzdem soll das Öffentlichkeitsgesetz eingeschränkt werden. Da wird sich dann heute Nachmittag der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, Herr Lobsiger, noch sehr dagegen wehren, denn es wäre ein Präzedenzfall, der dann auch für andere Bereiche genutzt werden kann. Ich denke, man kommt sehr gut mit den heutigen Regelungen und dem Öffentlichkeitsgesetz aneinander vorbei, aber das ist die Diskussion von heute Nachmittag. Ein Thema, das mir noch besonders am Herzen liegt, mit dem ich abschließen möchte, ist der Bereich der Nachhaltigkeit, der gerade im IT-Bereich sehr wichtig ist. Die öffentliche Hand hat eine sehr starke Marktmacht. Das sind etwa 40 Milliarden Franken, die über öffentliche Ausschreibungen an quasi Konsumgütern und Dienstleistungen eingekauft werden. Und diese Marktmacht muss aus meiner Sicht, und das ist kein Zufall, dass ich das als Grüne auch sage, unbedingt dazu genutzt werden, um die Nachhaltigkeit zu stärken. Und das ist ja auch ein erklärtes Ziel jetzt der neuen WTO-Richtlinien. Gerade im IT-Bereich ist es außerordentlich wichtig. Ich erinnere immer wieder daran, dass die Schweiz in Europa das Land ist, das am meisten Elektroschrott produziert. Es wird zwar auch viel rezykliert, aber viel aus diesen Kreisläufen landet dann auch unter katastrophalen Umständen irgendwo in der dritten Welt. Und es gibt auch ein großes Problem mit dem ganzen Energiebereich, diese Branche. Also wir müssen hier weitergehen und das hat der Bund ja heute schon gesehen. Er hat heute schon Ressourcen und Umweltstandards aufgeführt und festgelegt für den ganzen Bereich der IKT-Infrastruktur, Hardware und Betrieb. Neu soll das durch die technischen Spezifikationen im Bereich des WTO-Rechts noch einmal gestärkt werden. Aber zum Beispiel die EU geht noch weiter und ermöglicht es, die ganzen Lebenszyklusberechnungen unter Einbezug der Umweltkosten auch einzubeziehen. Und deshalb wird es auch im Bereich der Nachhaltigkeit Diskussionen geben, in der ganzen Revision, die jetzt ansteht. Natürlich sollen die Umweltkriterien stärker berücksichtigt werden. Da ist das neue Gesetz sehr gut unterwegs. Bereits im Zweckartikel ist die wirtschaftliche, ökologische und soziale Nachhaltigkeit explizit erwähnt. Ist umstritten bei gewissen Kreisen, aber es gibt auch die Umweltverbände, Swiss Clean Tech, und wir sagen, dass die Verbindlichkeit noch sehr gering ist und werden dort auch noch mehr Verbindlichkeit vorschlagen, zum Beispiel indem dass die ganzen Umweltvorschriften als Voraussetzung für eine Beschaffung auch respektiert werden müssen. Nun, wie sieht der Terminplan aus? Sie sehen es, wir sind im Moment jetzt daran, die Botschaft des Bundesrates vom 15. Februar 2017 zu beraten. Es ist die vorberatende Kommission, ist die Wirtschaftskommission des Nationalrates, die heute tagt. Deshalb ist auch niemand von der WAG da. Und die hat sich bereits einmal mit dem Thema beschäftigt und Hearings durchgeführt und wird im Oktober dann die Eintretensdebatte starten. Dann wird man stärker wissen, was alles möglich sein wird und wo die großen Kontroversen liegen. Wenn wir die Beratung abschließen mit den beiden Räten, wird es ungefähr das Jahr wahrscheinlich Ende 2018 sein. Es ist selbstverständlich ein Referendum möglich noch gegen dieses Gesetz. Also man muss davon ausgehen, dass es nicht vor 2019 in Kraft gesetzt und ratifiziert werden kann. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, ein Weg, in dem sicher auch Sie, welche Interessen Sie auch vertreten, sich noch einmischen werden. Und ich gebe Ihnen zum Schluss noch als Information auf den Weg. Hier können Sie auf den verschiedenen Webseiten des Bundes und der Beschaffungskonferenz des Bundes alle die Dokumente noch in Ruhe und in Details studieren. Es sind sehr interessante Ausführungen gemacht worden und ich wünsche Ihnen bei der Vertiefung am heutigen Tag und in der Folge davon dann noch viel Vergnügen, viele Erkenntnisse und vor allem auch ein großes Vertrauen in den Prozess, den wir hier starten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.